Hallo und grüß euch, da bin ich wieder, der Markus Burkhardt. Heute etwas förmlich zum Jahreswechsel. Wir machen nämlich eine Sonderedition, weil es wirklich super passt. Wir machen einen Jahresrückblick auf das vergangene Jahr. Was haben wir denn eigentlich so wirklich machen können oder welche Tiere, welche Pflanzen haben wir unterstützen oder fördern können oder haben vielleicht hoffentlich euch ein bisschen Visionen und Ideen geben können, damit es eben auch bei euch im Garten die Vielfalt erhöht und eben möglichst vielen Lebewesen eine Arche sein könnt. Wie wir immer sagen, der Naturgarten, das Paradies vor der Haustür. Um das geht es heute, da machen wir einen bunten Blick drauf und dann wissen auch vielleicht, wann sich wer ganz neu drauf verirrt, was uns ja voll taugt und was bei uns am Kanal geht. Ja, fangen wir, würde ich sagen, mit den geliebten Wildbienen an, weil uns die ja eigentlich über die Jahre immer wieder begleitet haben. Da haben wir heuer auch einige Sachen gemacht, einige Aktionen gemacht. Wir haben Wildbienen-Nisthilfen super richtig montiert. Eine Sternstunde. So, die dritte, glaube ich, gell? Ist jetzt, wo ich aufgehe. Ich habe es nochmal umschrauben müssen, weil das hat so viel Vierer geschaut, das war nicht schön. Und dann habe ich schnell weiß gemacht. Weißt du, ein Kunstschlosser machen das sicher schöner, falls Schlosser dabei sind. Ihr könnt euch da ja was richtig was Schönes einfallen lassen. Das ist ja, weißt du, ich bin ein Gärtner. So, jetzt muss ich da wieder Nachschub holen. Aber immerhin war ich so clever, dass ich mir das hergestellt habe. Das passt ja gar nicht zu mir. Normal gehe ich viermal runter. Ist da was aufgefallen? Mehr. Nicht? Das werden die Bienen lieben, schau. Das ist bei mir immer so, wirklich. Ich hab einmal was geschweißt, auch für einen Fernsehbericht sogar. Und während des Schweißens habe ich das ganze Ding habe ich so geschweißt, dass man es nicht mehr runtergebracht hat vom Untergestell, weil ich das Untergestell mit eingeschweißt habe. Das ist ähnlich. Also, der Mistblock-Profi wird jetzt zu Recht bemängeln, dass hier relativ wenig Möglichkeit ist. Dann siehst du es. Ich sag's ja alle. Man sollte nur mit Männern dran, da wird man nicht angelenkt. Ist aber geil, oder? Das musst du auch einmal zusammenbringen. Das musst du zusammenbringen. Wenn das für euch wer schafft, bitte ich um öffentliche Mitteilung. Wir haben uns natürlich auch wieder sehr viel mit den Pflanzen beschäftigt, die wichtig sind für unsere Wildbienen. Aber viele wissen ja wahrscheinlich nicht, was Wildbienen überhaupt sind. Es sind faszinierende Lebewesen, die ein bisschen im Schatten unserer Honigbiene stehen. Wir haben in Österreich über 700 verschiedene Wildbienenarten, in Deutschland sind es ein bisschen weniger, Schweiz auch ähnlich. Und da gehören auch die Hummeln dazu. Die kennt ja jeder, die Hummeln sind sozusagen auch unsere Wildbienen. Bienen und die sind ganz wichtig in der Bestäubung verschiedenster Pflanzen, haben ganz, ganz wichtige Funktionen in der Natur und denen geht es, wie vielen anderen Tieren, weil wir leben ja in einer Zeit des Artensterbens, denen geht es nicht gut. Wenn man die gesamte Population sie betrachtet, sind etwa 50% gefährdet. Jede zehnte, schätzt man, ist sogar vom Aussterben bedroht. Hat verschiedenste Ursachen, die sie meistens eh durchziehen. Einfach ein großflächiger Lebensraumverlust, Pestizide, die Landwirtschaft wird immer intensiver. Aber auch, und um das geht es ja bei uns sehr viel, unsere Hausgärten werden leider vielfach immer steriler, werden ausgeräumter, bestehen nur mehr aus Rasenflächen. Und da setzen wir eben an, weil da können wir wirklich viel machen. Wir können Blüte, Blüte, Blüte reinbringen in unsere Gärten, weil es sind eigentlich drei Sachen, die wichtig sind.
für unsere Wildbienen. Sie brauchen ein Nahrungsangebot für sich, aber auch für ihre Nachkommen. Müssen sie reichlich Pollen, Nektar sammeln. Sie brauchen Möglichkeit, wo sie brüten können. Das sind eben diese verschiedensten Nisthilfen, die man im Garten auch anbringen kann oder die man idealerweise einfach im Garten hat, weil es ein Wildgarten ist. Und sie brauchen natürlich auch genügend Lebensraum, wo sie sich bewegen können, wo sie sammeln können. Und da kann man eigentlich sehr viel machen im Garten und wir entdecken dann immer, deswegen ist das so ein schönes Thema, wenn uns ihr schreibt, was das für eine Überraschung ist für viele Menschen, dass diese Wildbienen wirklich gibt, wenn man diese erste Nisthilfe aufhängt und dann tut sie was. Das ist immer ein schönes Erlebnis. Heuer haben wir uns auch ein paar Mal und hat uns wirklich super getaugt, weil das sehr, sehr gut angekommen ist und auch viel geschaut worden ist, mit unseren Vögeln auseinandergesetzt. Und in der Vogelwelt ist es leider ähnlich wie bei den Insekten. Wir haben auch da zum Teil drastische, wirklich dramatische Rückgänge. Etliche Vogelarten sind mittlerweile entweder wirklich am Aussterben oder werden an den Rand des Aussterbens gedrängt. Wir haben uns eigentlich hauptsächlich bei uns jetzt beschäftigt, einerseits ein bisschen mit der Vogelfütterung, weil die wird ja auch immer sehr kontrovers diskutiert. Sollen wir überhaupt füttern? Sollen wir im Sommer füttern? Sollen wir im Winter füttern? Was sollen wir füttern? Das haben wir sich einfach einmal ein bisschen angeschaut. Natürlich ist es so, mit der Vogelfütterung im eigenen Garten unterstützt du natürlich hauptsächlich diese Vogelarten, die eh eigentlich Kulturfolger sind oder die sich eben im Bereich des Hausgartens aufhalten, von der Amsel der Specht kommt bei uns zum Beispiel auch ganz gern, die Meisen, wer kommt noch bei uns, die Grünlinge, dann haben wir noch den Kernbeißer, also es waren eigentlich Vögel, die Spatzen, Sperlinge, die vielleicht gar nicht so unbedingt gefährdet sind, aber denen man halt eine gewisse Nahrungsgrundlage gibt, also ein wirklich interessantes Thema und ich finde, man kann es natürlich kontrovers diskutieren, das Vogelfütterthema, aber es ist eine wunderbare Möglichkeit, um einfach sie mit dieser Tiergruppe auseinanderzusetzen und auch den Kindern näher zu bringen. Weil es gibt ja nichts Schöneres, wenn du ein Vogelhäuserl hast im Garten und sie kommen. Positive Aspekte sind sicher kalter Wintereinbruch oder längere Phasen, wo sie nichts finden. Dann ist das sicher eine gute Sache. Aber auch die Fütterung im Sommer kann ein Thema sein, wenn man ein paar Sachen beachtet. Wir werden damit sicher nicht die Probleme der Vogelwelt allgemein lösen, aber es war eher einfach einmal ein Anstoß, sich damit zu beschäftigen. Was viel wichtiger wäre, oder mindestens, ich sage bewusst, wichtiger wäre, wäre, wenn wir alle wieder schauen, dass unsere Gärten und unser Umwelt selber wieder vogelfreundlicher wird. Bei den Vögeln ist es eigentlich ähnlich wie bei den Wildbienen, sie brauchen eigentlich auch, kann man sagen, zwei, drei Sachen ganz wichtig. Sie brauchen Nahrung, da fehlt es eigentlich sehr, sehr in einem großen Ausmaß, weil die meisten einfach sehr viele Insekten brauchen. Und wir haben ein massives Insektensterben und sie brauchen Insekten wirklich in großen Mengen. Das heißt, wir müssen unsere Gärten so gestalten, dass wir da sehr viele Insekten drinnen Platz haben. Auch unsere Landschaft muss wieder in die Richtung transformiert werden, dass einfach was heranwächst, wo diese Tiere was fressen können oder wo sie Kräuter finden mit Samen etc., dann brauchen sie einfach einen Lebensraum, wo sie sich verstecken können. Sie haben einfach immer weniger Möglichkeiten, sich zurückzuziehen, sich zu verstecken. Ein Riesenthema sind Katzen. Die brauchen einfach einen Schutz vor diesen Tieren, aber auch überhaupt Rückzugsmöglichkeiten, wo sie dann auch brüten können. Und Stichwort Brüten, wir haben dann heuer auch gemeinsam mit dem Andreas wieder ein paar neue Möglichkeiten entwickelt, wo sie nisten können. Das heißt, wir haben ein paar Nistkästen ins Programm aufgenommen, jetzt auch kürzlich eine Halbhöhle für Amseln zum Beispiel oder verschiedene andere Tiere, die lieber diese Halbhöhlen haben. Also da haben wir uns ein bisschen auseinandergesetzt und war für uns auch wieder ein super Erlebnis, weil ich kann mich gut erinnern, Nistkästen aufgehängt und ich glaube, keine zwei Wochen später waren schon die ersten Meisen drinnen. Also es hat sich heuer wirklich auch bei uns im Garten sehr viel getan, was die Vogelvielfalt oder die Vogelmenge auch betrifft. Und das ist doch wirklich eine Freude. Also da kann man schon auch was machen. Mein Appell, ich würde ihn am liebsten mit 200 Dezibel rausschreien. Blumenwiese statt Rasen. Aber ich will nicht, dass alle Ehen in die Brüche gehen. Da kriegen wir immer so witzige Zuschriften. Das wird ja immer auch kontrovers diskutiert, wie viel von der Rasenfläche
darf man umwandeln in Blumenwiesen. Man muss ja nicht immer so streng sehen, es muss nicht immer hundertprozentig die Blumenwiese sein. Es reicht ja schon, wenn es weniger oft mäht und einfach das ein bisschen zulässt, dass wieder ein Gundermann, ein Künzel und so weiter blühen darf in der Wiesen. Gänseblümchen, verschiedenste Frühlingsblüher, dann haben wir eigentlich eh schon gewonnen, weil dann wird das Ganze schon vielfältiger. Die Königsdisziplin ist natürlich die Blumenwiese. Was man viel vergisst, Blumenwiesen sind eigentlich, und hier ist der Mensch einmal wirklich ein positiver Einfluss. Blumenwiesen gibt es ohne den Menschen eigentlich kaum oder nur ganz wenig in unseren Landschaften, weil sie eigentlich über Jahrzehnte oder Jahrhunderte lange meistens bäuerliche Pflege entstanden sind. Die haben die Wiesen einfach gemäht, einmal bis zweimal im Jahr, um Futter für das Vieh zu haben. Es war Dünger noch kaum vorhanden oder nur in ganz geringem Maße. Durch das waren diese Blumenwiesen sehr vielfältig. Und heuer haben wir den Robert und die Manuela wieder besucht, weil da haben wir vor einem Jahr haben wir da eine Blumenwiese, so ein bisschen eine Spezialsituation in einer steilen Böschung angesehen und haben halt diesen ersten Pflegeschritt eigentlich gemacht mit dem Mähen der ganzen Einjährigen. Also Blumenwiesen zu entwickeln ist ein bisschen wichtig, dass man sie schon damit auseinandersetzt, weil ein paar Sachen gemacht werden und das wollte man in diesem Beitrag wieder zeigen. Aber man kann das Ganze ein bisschen, man soll es nicht so verkrampft angehen, dass man dann sagt, nach zwei, drei Jahren, ah, da sind wir viel zu wenig Blumen, das dauert und das ist ein gutes Training für uns Menschen, die ja eigentlich immer alles schnell und flott haben wollen. Eine Blumenwiese dauert etliche Jahre, bis sie sich entwickelt. Aber es macht wirklich einen Riesenbeitrag, kann man sagen, für die Vielfalt, weil einerseits mit einer guten Blumenwiese, sage ich auch dazu, eine Mischung mit heimischen Pflanzen, unterstützt klar die heimische Pflanzenwelt und von dort kann sie sich ja weiter ausbreiten, zu unseren lieben Nachbarn zum Beispiel. Und ihr unterstützt natürlich ganz, ganz viele Insekten, die diese verschiedenen wilden Blumen ganz, ganz nötig haben zur Entwicklung oder als Nahrungsquelle. Also wirklich eine schöne Sache. Und jeder, der so eine Blumenwiese einmal hat im Garten, der will sie nie wieder hergeben. Der will dann immer mehr. Der wird süchtig. Jetzt ein wunderbar emotionales, liebes, süßes Lebewesen, obwohl es Stacheln hat. Der Igel. Alle mögen den Igel. Ich glaube, es gibt keinen, der den Igel nicht mag. Er ist ja auch lieb. Über die Gefährdungssituation kann man diskutieren. Aber was der Igel natürlich genauso hat, wie die meisten unserer wilden Lebewesen, die wir zumindest zulassen in unseren Gärten, der unglaubliche Verlust an Lebensraum. Und der Igel ist vielleicht jetzt nicht so dramatisch gefährdet wie viele andere Lebewesen, wie Schmetterlinge, Insekten oder manche Vogelarten. Aber ich finde, der Igel transportiert sehr, sehr gut, was eigentlich so die Kernprobleme sind, woran es den Tieren, aber auch den Pflanzen mangelt in unserer modernen Welt. Und vor allem, er zeigt uns auch, finde ich, ganz gut, allein werden wir nicht viel zusammenbringen. Wir müssen das Ganze groß denken. Wir müssen es aus Bewegung sehen, weil der Igel braucht einfach übergreifend relativ große Areale, wo er sich frei bewegen kann. Der muss herummarschieren, der muss von einem Garten in den nächsten kommen. Die haben riesige Reviere. Er braucht, was braucht der Igel? Der Igel braucht richtig viel Nahrung. Er muss sie über den Sommer immer ein bisschen anfuttern. Er hat ein anstrengendes Paarungsgeschäft mit den Mädels. Und er muss natürlich dann richtig gut Fettreserven sich anfuttern. Und da wären wir wieder da. Wir brauchen Lebensräume, wo viele Insekten sind. Der Igel ist ein Insektenfresser, ein Insektenvertilger. Aber auch Spinnen zum Beispiel frisst er oder mal einen kleinen Frosch oder sowas. Und der braucht einfach Lebensräume, wo sowas noch möglich ist. Und das ist der Naturgarten oder eben dann weitergedacht die Landschaft, wo nicht permanent gemäht wird, wo nicht fünfmal im Jahr gedüngt wird etc. Und das zeigt uns eigentlich sehr deutlich, woran es mangelt bei uns. Und wenn wir da alle oder immer mehr das ganze System Naturgarten bei uns daheim machen und vielleicht die Nachbarn anstecken oder mal die Eltern und die Schwiegereltern, dann wird das immer mehr und klar, die Fläche des einzelnen Gartens ist klein, aber wenn Hunderte oder Tausende, Abertausende oder Millionen mitmachen, dann hat das natürlich schon einen großen Effekt und dann darf man das, glaube ich, ruhig auch ein bisschen als Arche bezeichnen, diese vielen Gärten zusammen, weil da haben dann diese Tiere wieder eine Möglichkeit, das Leben können, gut leben, sie vermehren können und die Populationen zumindest stabil bleiben. Natürlich, ganz, ganz wichtig, passt wieder super zum Thema Blumenwiese, Blüte, Blüte, Blüte. Die Blüte ist einfach
unglaublich wichtig in den Gärten und kommt uns leider immer mehr abhanden, nicht nur in unseren Gärten, auch draußen in der Landschaft, das wissen wir ja alle, wie es ist, aber auch am Straßenrand. Dem Thema haben wir sie heuer natürlich wieder verschrieben, ist klar, weil die Blüte einfach übers Jahr gesehen so wichtig ist und da wären wir wieder beim beliebten Wort Trachtfließband, ist kein Fließband in der Fabrik, sondern hoffentlich im Garten draußen. Und mit dem kann man eigentlich sehr viel dazu beitragen. Und dieses Trachtfließband ist ja eigentlich nur so ein bisschen ein sperriger Name. Aber er hilft uns ganz gut, weil er uns verdeutlicht, dass wichtig ist, dass wir über das ganze Jahr ein durchgehendes Blütenangebot im Garten bereitstellen sollten. Vom Frühjahr, das kann schon im Februar, März beginnen mit den Schneerosen, mit den Nieswurzen und dann über die ganzen Frühjahrsblüher mit den Zwiebelpflanzen in den Sommer rein, wo wir einfach eh immer unsere Top-Klassiker haben, von der Wiesenflockenblume über, haben wir ja auch immer kurz dabei, die Kandelaber-Ehrenpreis. Einfach eine Blütenmenge ist auch wichtig, dass man nicht nur über A2 Pflanzen hat oder zulässt, sondern dass wirklich größere Mengen da sind. Das war auch so wichtig, was ich vielleicht öfter auch nicht explizit dazu sage. Also schauen, dass wirklich Massen da sind. Diese Massentrachten sind so wichtig. Da können dann die Bienen, sei es Wildbienen, Hummeln, Honigbienen, aber auch Schmetterlinge, den ganz wichtigen Nektar für die Schmetterlinge oder den Pollen sammeln. Und da, das ist was ganz was Einfaches, so ein wirklich einfaches Rezept, zum Beispiel Natternköpfe fallen mir immer schnell ein, weil mit dem lockst du wirklich Massen von Insekten an. Und die Zuschriften kriegen wir ja dann immer, dass ihr immer so überrascht seid, wie schnell das eigentlich geht. Man setzt ein paar Natternköpfe, keine Ahnung, irgendwelche guten, langblühenden Sachen noch dazu. Eben Flockenblumen sind auch so Klassiker, Skabiosenflockenblumen. Und dann rührt sich was. Dann versorge ich wirklich eine Vielzahl von Insekten mit Blüten. Und das, glaube ich, kann man sich so übers Jahr selber so ein bisschen im Kalender vielleicht vermerken. Aha, ich bin gerade im Juni, da blüht eigentlich recht wenig. Im Juli oder im August ist es ganz okay. Und dann kann man so ein bisschen schauen, wo fällt mir was und dann vielleicht ergänzen, damit sich das über die Jahre, das ist ja ein Projekt, dass sich das Trachtfließband im eigenen Garten verwirklichen lässt. Ist ein super Projekt. Dann haben wir uns auch ein bisschen auseinandergesetzt. Naja, es gibt einfach viele Menschen, vielleicht schauen auch viel zu, die keinen Garten haben oder die nur einen ganz kleinen Garten haben oder vielleicht überhaupt nur eine Terrasse oder vielleicht überhaupt nur Platz für ein paar Blumentöpfe oder Blumenkisterln. Da kann man wirklich viel tun, weil du einfach die Möglichkeit hast, auf so einem kleinen Raum sehr, sehr effizient mit gewissen Pflanzen wieder eben Insekten zu fördern, sei es eben unsere Wildbienen, unsere Schmetterlinge. Aber ich kann das Ganze dann sogar noch ergänzen. Dann wird es spannend, wenn man sagt, man bietet diese Nahrungspflanzen an für unsere Tiere und gibt gleichzeitig dann vielleicht noch Unterstützung in Form von Insektenhotels, nenne ich es jetzt einmal eben diese Nisthilfen. Und dann wird das Ganze natürlich auch vom Beobachten oft recht interessant, weil dann sieht man einerseits, sie werden angelockt durch die Pflanzen, die man ihnen anbietet und gleichzeitig können sie dann innerhalb von 2-3 Metern vielleicht dann gleich diese Nisthilfen auch nutzen. Und da gibt es wirklich eine Vielzahl von Pflanzen. Ich glaube, das wird total unterschätzt, das Thema, weil es da ganz viel gibt, die wirklich von unseren, und ich rede jetzt hauptsächlich von heimischen Wildpflanzen, die für die Töpfe so gut geeignet sind. Also wir müssen da, glaube ich, alle langsam weg von diesen Geranien, Pelargonien und so weiter. Das sind so Dinge, das passiert halt. Und irgendwann, nachdem es über ein paar Generationen gemacht wird, glaubt jeder, das ist Tradition, das muss so sein, das machen wir die nächsten 200 Jahre. Wenn wir jetzt die nächsten 10, 20 Jahre nur mehr heimische Wildpflanzen oder hauptsächlich auf unseren Balkonen und Terrassen zulassen, dann ist das die gute Tradition und mit dem tut man wirklich was für die Tierwelt. Man kann aber auch auf einem Balkon zum Beispiel ohne weiteres einen Nistkasten aufhängen, vielleicht hat man einen Klick oder ein Vogelhäusl aufstellen. Also man kann da eigentlich auch wieder sehr viel machen, um die Tierwelt zu unterstützen. Und weil wir schon beim Thema sind, das hat dann ganz gut dazu passt, Wasserschalen. Ist ja oft so ein bisschen, dem haftet so ein gewisser Luxus, manchmal eine gewisse Dekadenz an, irgendwelche Wasserschalen aufzustellen. Aber so Wasserschalen kann man auch ganz anders ausführen
und damit richtig auch, finde ich, eine langfristige Freude haben, wenn man die geschickt bepflanzt mit den richtigen Pflanzen. Das ist ein Thema, wo man ein bisschen die richtigen Pflanzen erwischen muss und man muss sich vielleicht auch entscheiden, will ich so eine Wasserschale, die eher mit Sumpfpflanzen bepflanzt ist, oder mache ich eine Wasserschale eher für Wasserpflanzen. Also da kann man eigentlich sich richtig austoben, von der Sumpftotterblume bis zum Sumpf vergiss man nicht, dann im Sommer rein Froschlöffel, Sumpfkaller, also richtig, oder was haben wir noch probiert, die Sumpfwolfsmilch, ist auch was, was super wächst im Topf, oder die Blutweiderich. Also habt richtig eine Vielzahl von Pflanzen, die in solchen Wassertrögen gut sind. Du machst ein gutes Klima, wenn du zum Beispiel eine kleine Terrasse hast, hast du immer ein bisschen Wasserverdunstung. Du kannst Insekten dabei beobachten, weil die nehmen das sehr dankbar an, dass du eine Möglichkeit haben zum Trinken. Wir haben heuer auch einige Male, witzigerweise die Wespen sind immer gern gekommen, haben sich auf die Blätter gesetzt und haben dann dort getrunken. Was kann man noch dazu sagen? Genau, ein paar haben uns ja geschrieben, ja, gratuliere, so züchtest du Mücken. Das kann passieren, dass sich einmal ein paar Mücken drinnen entwickeln, aber wir müssen das Ganze ja immer drüber hinausdenken, zum Beispiel Fledermäuse, gerade in der Stadt, sehr, sehr viele Fledermäuse, hoffentlich unterwegs. Eine Fledermaus pro Nacht, 4.000 bis 6.000 Mücken. Also, die paar Mücken, was ihr da drinnen habt, die holen sich die Fledermäuse. Eine kleine Auflockerung mittendrin, der Deko-Block, werden jetzt eh schon viel wissen, das haben wir heuer eigentlich, haben wir das heuer so richtig angefangen erst, gell? Oder war es voriges Jahr schon? Na, heuer haben wir es zumindest einigermaßen regelmäßig gemacht, dass die Kosi, ich würde kläglich dran scheitern am Deko-Block, das macht die Kosi, mein Kameramädchen. Summer breeze and blows outside as the wayfaring daughter arrives. You left us for so long, but you're here now. We can't hide the tears in our eyes. I know you suffered long, some time just to be on your own. The days have come and gone, and it's clear now there really ain't no place like home. And you fly like a dove to join your true love, and like the sunrise when you found that your voice was the window to dreams. Whenever you would see, all fell silent and time would stand still, so it seems. You fly like a dove to join your true love, like the sunrise, you light up our lives. You light up our brother, and I left the family tree.
when I tell the story, they say that they left me. So I wander through a country with no name. Hard to know just who you are without somewhere to stay. I feel broken, weary of the wars I can't escape. Tired of hoping for the promised morning light to break. And then I heard you calling out my name, singing, do not be afraid. I will be your dwelling place. It's a brand new morning and the birds are happy still. I keep fighting. Ein wirklich, ja, was will man von einem Thema mehr als dem Schmetterlingsthema? Es ist wirklich ein Traumthema, das ich sehr gern mache. Gleichzeitig macht es dann natürlich immer ein bisschen traurig, wenn man sich ja so ein bisschen in die Materie einliest, weil die Schmetterlinge haben ja, die haben vielfach die Problematik, die wir im Hausgarten auch gar nicht so unbedingt beeinflussen können. Trotzdem können wir im Paradies Naturgarten sehr viel machen, um Schmetterlinge zu unterstützen. Wir werden natürlich nicht die strukturellen Probleme draußen in der freien Landschaft lösen, wo einfach die Themen in den letzten Jahrzehnten halt wie bei vielen anderen Tierarten einfach sind, dass der Lebensraum verschwindet, die Qualität des Lebensraumes vor allem, weil Schmetterlinge haben zum Teil recht hohe Ansprüche. Die brauchen so einfach eine reiche, mosaikartige Landschaft mit vielen verschiedenen Strukturen, die vielleicht beweidet werden, die vielleicht noch ein, zweimal im Jahr gemäht werden. Und wir machen halt großflächig genau das Gegenteil. Bis zur letzten Straßenböschung, wo es eigentlich überhaupt nicht notwendig wäre, wird Mulch gemäht. Ist Katastrophen zum Beispiel für ganz viele Insekten, das Mulchmähen, weil neben dem Ei die Raupe und das erwachsene Lebewesen einfach zertrümmert wird und gleichzeitig auch die Blumen hingemacht werden. Aber Schmetterlinge kann man auch im eigenen Garten zu einem gewissen Grad ganz gut fördern und unterstützen, nämlich ganz einfach, richtig, eigentlich eher wie bei den Bienen, setzt einfach Pflanzen, die wichtig sind für Schmetterlinge. Und da müsst du aber immer zwei Sachen vielleicht ein bisschen im Auge behalten. Einerseits hast du Nektarpflanzen, also wo die Schmetterlinge rauszuzählen, wo man sie auch super beobachten kann, wie zum Beispiel die Kartäusernelke mit dem Zitronenfalter, der da raussaugt. Und dann haben wir auf der anderen Seite aber die Pflanzen, die wichtig sind für die Raupen. Also wo die Schmetterlinge die Eier drauflegen, wo dann die Raupe ausschlüpft aus dem Ei und die braucht dann eine sogenannte Nahrungspflanze. Und das sind halt einmal großteils unsere heimischen Wildpflanzen, gibt ein paar Ausnahmen, aber im Großen und Ganzen sind es heimische Wildpflanzen. Das heißt, wenn wir viel heimische Wildpflanzen haben, dann haben wir die Chance, ist dann sehr groß, dass viele dieser Nahrungspflanzen für Schmetterlinge dabei sind, zum Beispiel eben der Natternkopf oder herausragend der Schlehdorn oder die Salweide. Also gibt es viele dieser Pflanzen, wo massig Schmetterlinge, Brennnessel, die Eier ablegen und wo sie sie dann entwickeln können. Und Schmetterlinge brauchen genauso wie die anderen Tiere möglichst viel Ruhe auch im Garten, damit sie einfach diesen Zyklus fertig bringen, weil du hast das Ei, du hast die Raupe, du hast die Puppe und du hast dann erst den fertigen Schmetterling und jeder dieser Abschnitte muss vollständig natürlich abgeschlossen werden können, dass wir uns dann eigentlich erst am Schmetterling meistens erfreuen können und die, die sich schon länger beschäftigen mit dem Thema, natürlich auch mit der Raupe. Und heuer haben wir eigentlich, gell, heuer haben wir super viele Raupen auch im Garten gefunden, verschiedenste. War eine Freude. Was super zu Schmetterlingen passt, obwohl man es vielleicht gar nicht so vermutet. Wir haben heuer einige Male das Thema Heckenpflanzen bearbeitet. In Wahrheit waren es natürlich unsere heimischen Wildsträucher, die wir da reinsetzen. Es kennt zwar auch, was immer super ist, verschiedenste Obstsorten reinsetzen. Habt ihr selber auch was davon? Gerade in kleinen Gärten ist ja das immer ein Thema. Für was nimmt man den Platz wirklich her? Und damit bringt es einfach wirklich Blüte
Ihr bringt eine Struktur, ihr bringt eine Klimaverbesserung, eine Kleinklimaverbesserung mit jedem Strauch, den es zusetzt, und eine Hecke ändert das Kleinklima immer positiv. Und ihr unterstützt eben die Schmetterlinge so gut, weil viele unserer heimischen Wildgehölze so wichtige Futterpflanzen sind. Und ich habe mir es erlaubt, eine Umbenennung vorzunehmen, nämlich den Zitronenfalterbaum. Habe ich erschaffen. Es ist der Faulbaum. Faulbaum kauft kein Mensch. Zitronenfalterbaum geht raus wie die warme Semmel. Und das ist super, weil das ist ein Strauch, den kennt kein Mensch. Und wenn man ein bisschen dann drüber nachliest, dann freut man sich selber, weil das einer der wenigen Sträucher ist, auf die der Zitronenfalter seine Eier legt. Das ist eben der Faulbaum, Zitronenfalterbaum, oder auch der Kreuzdorn. Das sind zwei so Sträucher, die für Schmetterlinge eben wichtig sind. Und da gibt es eine Vielzahl noch anderer Sträucher, aber nicht nur für Schmetterlinge. Sträucher sind einfach so umfassend wichtig oder gut für die Förderung der Vielfalt in jedem Garten. Deshalb kann man nur wirklich animieren, vielleicht die alte Durienhecke raus oder die sterile Kirschlorbeerhecke. Man kann ja ruhig ein paar Kirschlorbeer stehen lassen, weil der Kirschlorbeer ist immerhin eine gute Blütenpflanze für unsere Bienen. Also so ist es jetzt auch nicht, dass das nur negativ ist. Aber man muss ja nicht vielleicht 50 oder 100 gleiche Kirschlorbeer setzen, sondern kann das einmal ein bisschen anfangen aufzulockern oder eben mehr Lebendigkeit reinzubringen, und dann unterstützt es eben Schmetterlinge, Bienen, Wildbienen, aber auch genauso Igel zum Beispiel. Der Igel fühlt sich wohl einfach unter den Hecken. Da kann er reinkrabbeln, kann dort seine Käfer suchen. Käfer sind ja auch Lebewesen, die wir fördern müssen, die es heutzutage schwer haben. Und in dieser Spreu können sie sich super entwickeln. Da können sie auch verschiedenste Pilze und ähnliche Lebewesen. Also richtig, eine Hecke ist ein wertvoller, vielfältiger Lebensraum im Garten, und da haben wir gewaltiges Potenzial. Weil wenn ich mir nur vorstelle, wenn ich durch die Gegend fahre, wie viele Durienhecken das ich sehe und wie viele Menschen dann eigentlich uns dann wieder schreiben, wie froh das sind, dass vielleicht so ein bisschen einen Beitrag gerade noch rechtzeitig gesehen haben oder dann begonnen haben, Sträucher auszureißen. Es müsste jetzt nicht zu extrem werden und jeden Strauch ausreißen, weil eine Durie kann ja ein guter Unterschlupf sein für einen Vogel. Aber man kann eben da wirklich, wirklich viel machen für unsere heimische Tierwelt. Wir haben sich gezwungenermaßen endlich heuer mal ein bisschen dem Thema Dachbegrünung gewidmet. Ich versprich's ja, glaube ich, schon gefühlt 3 Jahre, und mir kommen einfach zu viele Sachen nicht. Aber heuer ist es ja ausgegangen, dass wir zumindest einmal angefangen haben, weil es ein wahnsinnig großes Thema ist mit sehr, sehr viel Potenzial in den meisten Gärten, weil die meisten, glaube ich, haben wir doch daheim. Und viele Dächer wären möglich, dass man es eben belebt, speziell diese Flochen oder diese Bultdächer, die wenig Neigung haben oder nicht zu viel Neigung. Und das wäre gerade in Städten natürlich ein gigantischer Lebensraum, eine gigantische Fläche, die uns da zur Verfügung stellt, aber auch am Land draußen. Es ist ja mittlerweile so, man glaubt es nicht, das glauben wirklich viele Leute nicht, die Stadt ist mittlerweile zum lebendigeren oder zum vielfältigeren Lebensraum geworden als das Land, weil, ich sage jetzt bewusst, die ländliche, normale Umgebung mit Siedlungen und so weiter und der Landwirtschaft dazwischen einfach sehr, sehr leergeräumt ist. Und da ist jedes Dach, das wir nutzen, eine wirklich eine willkommene Oase wieder für viele Lebewesen. Und man kann sich da super austoben. Wir haben ein paar verschiedene Sachen gemacht. Eins habe ich auf der Sauna gemacht, eins habe ich da vorhin. Bei unserem Shop ist so ein kleines Dachalfiere. Und da haben wir einfach ein bisschen was ausprobiert. Du kannst setzen, du kannst aussehen, du kannst kleine vorgezogene Sämlinge setzen. Also man kann sich da richtig austoben. Man kann dann wieder das Ganze kombinieren mit den Nisthilfen. Das ist immer super. Verschiedene Substrate. Also ein super, super Thema, wo jeder eigentlich schon mit einem halben Quadratmeter oder einem Quadratmeter kann man schon was machen. Setzt 3 Kartäusernelken hin und du hast die Schmetterlinge da. Es ist so. Was kommt jetzt? Was machen wir jetzt? Ich muss mit Immun. Richtig, Immun. Wir werden so richtig immun. Wir haben heuer auch einige Beiträge gemacht. Habe ich auch wirklich... Wir lernen ja auch immer dabei, das ist ja das Lässige. Du tust dich wieder vertiefen in die Materie, man hat viele Sachen gehört, aber man kann sich dann so richtig intensiv in das einhauen. Wir haben sie heuer einige Male auseinandergesetzt mit dem Thema
Immunpflanzen, wenn man das so einfach ausdrücken darf, oder Pflanzen, die eben unser Immunsystem unterstützen, die unsere Gesundheit unterstützen. Und das wissen ja viele nicht, weil das Wissen einfach immer mehr verloren geht. Aber ich erkenne mittlerweile einen starken Gegentrend. Und das wird ja auch vielfach beklagt in der Literatur. Das Wissen ist verloren gegangen und wir werden viel davon überhaupt nicht mehr ausheben können von dem Wissen. Ja, was so ist, es ist halt einmal so. Das können wir nicht ändern. Aber jeder, der mit der Materie wieder neu anfängt, kommt ja wieder auf Sachen drauf, die vielleicht die Menschen früher auch nicht wussten. Also man kann sich da richtig super reinhauen. Und das ist das Schöne dann am Naturgarten, weil sich dann irgendwo der Kreis auch gut schließt. Du machst gleichzeitig was für die Natur, für heimische Pflanzen, für heimische Tiere. Und du kannst aber auch dich selbst unterstützen oder eben deine Familienangehörigen. Und das ist ja keine schlechte Sache, oder? Wenn wir uns selber was Gutes machen. Ist immer gut. Und da haben wir uns einige Sachen angeschaut. Waren ein paar lustige Dinge auch dabei. Wir haben mal einen Kaffee gemacht aus Eicheln zum Beispiel. Wir haben uns Wacholder haben wir uns angeschaut. Ja, einfach durch die Bank. Es gibt ja so viele heimische Pflanzen, die uns als Mensch in unserer Gesundheit unterstützen. Und das ist ja nie schlecht. Das kann nicht schlecht sein. Unfassbar trostlos. Unfassbar trostlos. Die Kiesgärten in vielen Deutschen, ich glaube, da darf man das sagen, weil das ist ein bisschen ein deutsches Phänomen, aber nicht nur in Deutschland. Ich kann euch beruhigen, negativ beruhigen. Mein Assistent schaut gerade, dass das Licht hier hat. Mein Assistent hat Durst. Ja? Ein bisschen Durst. Jedenfalls auch in Österreich haben wir das Thema, in der Schweiz weiß es nicht so, ist aber meistens, das sind ja Massenphänomene. Ich will es fast Hysteriephänomene nennen. Weil plötzlich kriegen alle die Panik und legen irgendwo sinnloserweise ein Vlies hin, reißen alles weg, was super gewesen war, wo vielleicht eh schon Disteln und solche Dinge wachsen. Dann kriegen die Menschen einen Stress. Ja, das soll ja mal richtig sauber aussehen, nicht? Bei uns in Österreich sagen sie, ich will die Städte nicht, ich will, dass ordentlich ausschaut. Es soll immer ordentlich ausschauen. Und diese Kiesgärten sind irgendwo so ein Symbol unserer Zeit. Sie sind steril, großteils, und lebensfeindlich. Und gleichzeitig, wie kann man tausende Quadratmeter ernsthaft von Kiesflächen anlegen, wo die Temperaturkurve aber sowas von nach oben schnalzt in den letzten 10, 20 Jahren. Das macht einfach keinen Sinn. Und wir wollten mit diesem Beitrag sagen, wenn du einen Kiesgarten haben willst, dass du einen Kiesgarten super, super lebendig gestalten kannst. Du kannst aus einem Kiesgarten richtig eine Oase für ganz viele Tiere machen, die belebt ist, wo sie richtig was tut. Nur man muss halt komplett anders denken und anders machen, als diese momentan sehr großflächig gestalteten Kiesgärten, die einfach nur eben trostlos sind. Und da kann man gerade mit diesen Kiesgärten, das stimmt zwar, sie sind jetzt vielleicht klimatisch nicht so ideal, aber es fehlt unserer Landschaft, das muss man halt auch immer miteinander abwägen, es fehlt unserer Landschaft mittlerweile diese sehr mageren, sehr kiesigen Standorte, zum Beispiel alte, ausgebeutete Schottergruben wären sowas, was eh kaum mehr gibt, sind Magerrasen, wo eben der Schäfer alle ein, zwei Jahre seine drüber treibt. Und wo so eine Abmagerung stattfindet. Und sowas könnte man imitieren. Also da kommt man sich richtig in das Thema einhauen, sich beschäftigen mit so Kalkmagerrasen oder irgend sowas in die Richtung. Oder macht euch eine Sanddüne. Macht einmal eine Sanddüne daheim, setzt euch ein paar Dünenrosen drauf oder irgendwas, was da gut wächst. Und dann habt ihr sofort ein Leben auf diesen Bereichen. Die sind deshalb so wichtig, weil in diesen Kies, in diesen Sand, wenn man es richtig macht, können ganz viele Wildbienen oder auch solitäre Wespen, nicht solche, die uns mal attackiert haben im Wald, diese Schlingel, die können dort die Gänge reinbauen, um eben die Nachkommen dort reinzulegen und großzuziehen. Hochinteressant, also da konnte man richtig eine Revolution auslösen, wenn man da schöne und fachlich gute, interessante Kiesgärten macht. Zwiebelpflanzen, wunderbar, ein wunderbares Riesenthema, wo man sich
Man muss sie nicht unbedingt auseinandersetzen, aber man soll einfach viel Blumenzwiebeln setzen. Das war wichtig. Und vor allem die richtigen, man kann gar nicht so viel falsch machen, aber Finger weg von diesen hochgezüchteten Sorten, wo es ja Tausende gibt. Gut, das kann für den einen oder anderen, ist irgendwie ein Hobby, glaube ich, dass man so Sorten sammelt. Nur viele dieser hochgezüchteten Sorten sind zum Beispiel auch gefüllt. Also die lasst ihr komplett weg, weil die gefüllten einfach für die Tierwelt keinen Nutzen haben, weil unsere Insekten, hauptsächlich sind es meistens die frühen Bienen, viele Wildbienen, Pelzbienen zum Beispiel oder Hummeln, die brauchen einfach ein gutes Nahrungsangebot im Frühjahr und da sind viele Zwiebelpflanzen sehr wertvoll. Könnt ruhig Tulpen nehmen, nehmt aber ruhig eher diese Wildtulpen zum Beispiel oder halt so einfache Tulpenformen, aber den Narzissen. Narzissen sind wirklich gute Nektar- und Pollenspender. Sieht man, die werden ganz reich besucht, aber eben keine gefüllten. Aber darüber hinaus gibt es so ein großes Angebot. Ich kann es immer wieder nur betonen von unseren heimischen Zwiebelpflanzen, die zum Teil, wenn man es anschaut, ein bisschen unauffällig sind. Aber dann setzt man halt einmal 1000 Krokus, oder? Oder 5000 Krokus. Da kommt jetzt einmal so richtig, da könnt ihr echt den Protzer raushängen lassen. Da könnt ihr mal so richtig zeigen, ich kann, wenn ich will, setze ich 5000 Krokusse und niemand wird mich daran hindern. War eine lustige Aktion, macht man nie was falsch. Da kann man auch Massen setzen und viele, das wissen vielleicht auch viele Menschen nicht, dass unsere Zwiebelpflanzen verwildern. Das haben wir auch ein bisschen besprochen. Das heißt, die werden nicht, wenn man es aussetzt, dann wild und greifen uns an oder verletzen uns. Wenn man zum Beispiel dann riecht am Krokus und er beißt dann in die Nasen, das macht er nicht. Aber er geht auf Wanderschaft im Garten. Meistens spannt er dafür, welche Lebewesen ein. Welche Lebewesen verzahnen? Wie heißt verzahnen auf Hochdeutsch? Wie sagt man dazu? Verstreuen. Verstreuen, gar nicht schlecht. Vertragen, verstreuen, genau. Wer macht das, glaubst du, im Garten? Wer nimmt die kleinen Samen von den Zwiebelpflanzen, zum Beispiel vom Krokus, und tragt sie im Garten um und um, damit sie dann ganz woanders keimen können? Död! Du hast noch eine Möglichkeit. Sie können die ausspritzen mit etwas, was ziemlich arg riecht, was man so ein bisschen anschlecken kann. Na, wer ist das? Ja, die Ameisen. Die Ameisen sind die größten Freunde im Garten, um Zwiebelpflanzen zu verbreiten. Die Zahn sind zum Nachbarn um. Das passt super. Also, cooles Thema, kann man sich austoben. Wir haben es glücklicherweise zumindest ein paar Mal geschafft, dass wir selber rausgekommen sind aus unserem Garten und haben dann andere leidenschaftliche Naturgärtner und Wegbegleiter besuchen dürfen. War wirklich super spannend. Und einige von euch haben uns auch besucht oder uns wirklich einen wunderschönen Nachmittag oder Tag beschert. Ich habe mir da eine Liste hergelegt, weil sonst vergesse ich das. Wir waren bei Mario in Wien. Legendär, wer noch nicht reingeschaut hat, Wildbienen in der Stadt. Es ist eine Schande, wer es nicht gesehen hat. Na, so darf man nicht sprechen, gell? Das ist Negative Campaigning. Das machen wir nicht. Es ist ein wunderbarer Beitrag. Wirklich, hat mir voll getaugt. War zwar relativ... Für mich war es anstrengend, weil ich selber filmen und so weiter haben müssen. Aber der Mario, cooler Typ und der zeigt auf einen ganz kleinen Raum in Wien, wie man Wildbienen in den Garten bringen kann. Dann haben wir die Uli noch besucht. Hallo Uli, lass dir das Frühstück schmecken. War wirklich ein schönes Erlebnis wieder für mich, weil ja, der Garten ist natürlich, oder die ganze Situation ist sehr besonders, weil das Haus so... Wie soll man sowas nennen? Das ist kein Haus, das ist ein kleines... Was ist sowas? Ha? Es ist scheinbar auch das einzige seiner Art. Ich verrate nicht mehr, weil dann müsst ihr es euch einfach anschauen. Es ist wirklich ein gewaltig schönes Haus. Und der Garten hat mir so imponiert, weil an dem Garten sieht man, wenn Bepflanzungen oder Kräuter und heimische Wildpflanzen viele, viele Jahrzehnte einfach in Ruhe gelassen werden, wie schön sie die entwickeln. Und was dann da auch an Vielfalt da ist. Also bei der Uli ist richtig was los im Garten. Und da haben wir auch einige so alte Bäume noch gesehen, wo dann sogar die Hirschkäfer rauskriechen. Das hat es mir erzählt. Und glaube ich auch, dass wir auch Büdeln gekriegt haben.
Sie hat ein paar so alte Stümpfe im Boden drinnen. Ich glaube, es sind Eichen und vielleicht irgendwelche anderen. Linden hat es auch ein paar ganz große alte. Und da hat man also wirklich gesehen, wie wichtig das ist. Alte Bäume, die vielleicht zum Teil irgendwelche faulen, morschen Stöhnen haben. Sowas braucht man. Da können sich ganz viele Tiere entwickeln. Wo waren wir noch, Kose? Bei meinem Papa in Slowenien. War wir auch. Haben wir wirklich eine coole Entdeckung gemacht. Da haben wir einen... Weißt du das noch, den, weißt du damit? Sicher, gell? Den riesigen, die riesige Raupen. Es war eine Windenschwärmer-Raupe, war richtig ein Mega-Apparat, war eine coole Geschichte. Dann, ich habe es glaube ich eh schon kurz erwähnt, der Stefan hat uns dankenswerterweise ausgerissen, wieder einmal, weil wir haben keine Eicheln gefunden, es war kein Eicheljahr. Und der Stefan hat zufällig eine Roteiche stehen gehabt, hat ein paar Eicheln mitgebracht und dann haben wir uns einen, wirklich echt einen guten Kaffee draus gemacht. Ich muss sagen, Stefan, bist fix gebucht für Eichenkaffee. Eine coole Sache. Wo waren wir noch? Dann haben wir die Verwandtschaft fertig, glaube ich. Mit Danilla sind wir wieder spaziert im Wenger Moor und haben uns da eigentlich so verschiedenste Naturthemen angeschaut. Schmetterlinge, wo entwickeln sie sich? Solche Dinge, Vogelnährgehölze hat wieder super dazu, was zu die Wildstreicher. Zweimal. Zweimal? Siehst, einmal habe ich vergessen. Möglich. Dann waren wir in Big Ensersdorf mit der Karin, dem Fritz und dem Markus. Das war für mich sicher auch ein Highlight. Wir haben da ganz seltene Orchideen eigentlich am Wegesrand angeschaut. Und das hat dann wieder, war für mich so ein Aufhänger, wie kann man die Natur eigentlich draußen beim Spazieren oder Wandern so ein bisschen als Vorbild nutzen für den eigenen Garten. War echt eine coole Geschichte, weil wir so ein bisschen ganz komische Standorte auch besucht haben. So eine aufgelassene Schottergrube mit ganz seltenen Orchideen. Also wirklich war eine schöne Runde, die wir da gemacht haben. Genau, in dem Zusammenhang richtig. Da haben wir den brennenden Busch, den Dipdamm, haben wir besucht. Super cool am Naturstandort in der Kombination. Fast habe ich eine 2 Meter lange Escolab-Natter erwischt. Fast. Ich habe es dann in Ruhe lassen. Und Smaragdeidechsen waren jede Menge. Es war richtig ein heißer Tag. Ich glaube, da sind wir sogar um ins Burgenland, war das. War echt eine coole Wanderung. Danke nochmal dafür. Dann haben wir uns ein bisschen, ich gebe es zu, wir haben uns eingeräuchert. Und zwar so richtig mit der Elisabeth. Das war echt nochmal eine coole Sache. Am Ende vom Jahr waren wir bei der Elisabeth, die wir auch schon mal besucht haben, eine Kräuterhexe, die sich super auskennt, und da haben wir dieses Räuchern, von dem ich eigentlich auch wenig Ahnung gehabt habe. Räuchern, ja, okay, wie man es eh kennt, der Klassiker, wenn man durchgeht mit, wie sagt man dazu, quasi, mir entfällt das Wort, mit dem Weihrauch, genau, dieses Räuchern, das ist ja bekannt, aber dieses Räuchern in der Art, dass das so eine feine Sache ist, ein Universum tut sich auf vor einem, hat man richtig taugt, weil man unsere heimischen Pflanzen da so gut nutzen kann. Wo waren wir noch? Bei Hans und Kathi, genau, da waren wir auch und haben wieder eine Schottergrube uns angeschaut und die Erika-Bestände besucht, war sehr interessant. Einen zweiten Dreh haben wir angefangen, aber leider nicht fertig begonnen, mehr will ich noch nicht verraten, weil die müssen wir uns noch ein bisschen zurückhalten, echt eine super Pflanze. Robin und Manuela habe ich eh schon kurz erwähnt, wo wir die Blumenwiesen uns angeschaut haben. Und dann haben wir noch einen Robert the Cook. Der Robert hat uns besucht und ein Wahnsinnsmenü gezaubert. Eigentlich viel mit Pflanzen aus unserem Garten. Der Robert kennt sich super aus mit der Verwendung von Wildpflanzen und hat uns, das war für mich schon, gell Kossi, das war für uns ein Highlight, die Brennnessel-Girschleibchen. Seitdem wissen wir, was man mit den ganzen Brennnessel und dem Girsch machen kann. Super. Lorwal, oder wie sagt man in Deutschland, Buletten. Da könnt ihr mal eine Bulette rauf auf den Grill werfen mit Girsch und Brennnessel. Super Sache. Für mich ebenfalls ein herausragendes Highlight. Unbedingt reinklicken, wer es noch nicht gemacht hat. Auch wenn sich manche vor dem Thema ein bisschen fürchten, würde ich nicht sagen. Aber es ist ein kontroverses Thema. Interessanterweise immer noch Klima. Der Andreas Jäger hat uns besucht, ein ganz großer der österreichischen Fernsehwelt und der Meteorologie, wenn ich es richtig ausspreche. Wir haben uns einfach so ein bisschen relaxed angeschaut,
können wir selber eigentlich überhaupt was machen, um das Klima zu beeinflussen? Yes, we can. Das war eigentlich die Kernaussage mit einem Buch von ihm über die Alpen im Fieber. Jetzt kommen noch richtige, ich sehe es gerade da, Highlights. Was habe ich da aufgeschrieben? Ah ja, genau, zwei Sachen haben wir noch. Es war eine Wortgewalt, ein wortgewaltiger Ausflug in die Gedankenwelt meiner Söhne. Das Interview mit meinen Söhnen. Sitzt der auf? Nein, das sage ich nicht. Ich sage nur, dass ich 16 bin, aber dass ich. Ja, aber das davor schneidest du aus. So. Ja. Fuck. Da kannst du nicht rein da. Boah, Alter. Was soll ich da sagen? Ja, du sollst jetzt sagen, was sich geändert hat. Ja, Alter. Ach, ich will nicht lachen. Ich muss Nicket, du musst deinen Kurs weg. Hallo! War das jetzt wirklich schon eine Sorge? Oder? Was? Nein, war es nicht. Sicher war das meine Sorge. Nein, war es nicht. Lea muss. Ja, los. Nein, nicht interviewen. Ja, doch. Ja, das machen wir dann noch. Nils, was tust du beruflich? Ich bin es einfach nicht gewohnt. Aber streit halt mit mir einfach, was tust du beruflich? Wieso solche Fragen? Wirst du beruflich? Ja, was? Ja, danke fürs Zuhören. Tschüss. Sehr aufschlussreich gewesen, muss ich sagen. Nein, war gerade. Und danke, dass Sie mitgespielt haben, weil das fällt nicht jedem so leicht oder das macht nicht jeder gern. Und sie haben sich da von der Mami breitklopfen lassen und haben uns den gefallen da. War nett vorher, war super. Was haben wir noch gemacht? Genau, das war auch noch, das darf ich nicht vergessen, weil das möchte ich noch kurz jetzt ganz am Schluss vielleicht anbringen. Der Niklas, mein Assistent, der jetzt wieder verschwunden ist und schon wieder auftaucht, kommt das schnell Karten holen, Nicke, ha? Eine von deinen Karten. Der Niklas hat sich heute plötzlich aus dem Nichts ist das irgendwie gekommen, hat er sich ausgedacht, eine Aktion, die wir wieder machen konnten, so wie voriges Jahr, und dann hat er eine Karte dazu gezeichnet. Also vielleicht, wenn noch wer so eine Karten kaufen möchte, wir spenden dann den kompletten Reinerlös dieser Karten. Das werden wir jetzt dann eh bald machen, gell, quasi im Jänner oder irgendwie so. An die Kinderkrebshilfe in Salzburg und dort eben der Niklas diese schöne Karte da gezeichnet. Ich hoffe wirklich, ich habe keinen vergessen. Und wenn, dann tut es mir sehr leid. Aber es war für uns ein ereignisreiches Jahr mit vielen schönen Erlebnissen, auch bei unseren Wegbegleitern. Also danke dafür. Endlich einmal ein bisschen eine Rhythmussektion. Super, dass ihr dabei wart. Vielen Dank. Liebe Grüße an euch alle. Ich wünsche euch ein super Jahr, ein schönes Jahr, ein glückliches Jahr, aber natürlich auch ein ereignisreiches Jahr in eurem entweder hoffentlich Naturgarten oder auf eurem Balkon oder mit eurer Tröge, die ihr vielleicht bepflanzt habt oder erst bepflanzen werdet, mit euren Nistkosten, den ihr aufhängt, mit den Insekten, Misthilfen, das hoffentlich besser aufhängt wie ich. Also da wünsche ich euch wirklich viel Spaß und viele schöne Erlebnisse. Allein oder vielleicht, ist natürlich immer schöner, mit der Familie, mit Freunden, mit Bekannten, mit euren Wegbegleitern. Spreading the word, wie man in Englisch so schön sagt. Also breiten wir unsere Botschaft aus. Seien wir ein Guru. Ich bin kein Guru. Jeder muss selber denken. Das ist meine Aufgabe. Es hilft nichts. Aber das ist das Coole im Naturgarten. Man kann sich da selber so viel eigentlich aneignen. Und also uns taugt das schon, gell? Unser Garten. Der taugt uns wirklich, weil es ist so viel passiert in den letzten Jahren.
Also, viel Spaß beim Schauen. In Zukunft da, wir werden wieder schauen, dass wir einiges Spannendes für euch machen. Einiges Spannendes, hoffentlich richtig Spannendes, vorbereiten werden. Wir haben ja schon so viel auf unserer To-Do-Listen. Also, macht es gut. Pfiat euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.